Der Weg des Friedens, der Informant. Eine schnelle Ernte. Durch die Unterstützung der Dynastie sind die Essensvorräte für die Yin knapp geworden. 200 Jahre lang hatte die Liao-Dynastie die Herrschaft über die Länder nördlich der Song-Dynastie. Nachdem sie viele Kriege gegen die Stämme der Ebene geführt hatte, war es letztendlich der Aufstand der Yin Yuchen, der zu ihrem Ende führte. Diese wollten sich nicht mehr von ihnen unterdrücken lassen. Für die Yin war ihre Eigenherrschaft nur der Anfang. Sie wollen eine eigene Dynastie erschaffen. Unter ihrem neuen Kaiser Aguda haben die Yin sich von ihren Liao-Herrschern befreit und ihre eigenen Länder erobert. Doch Aguda will weiter gen Süden, in das Herz der Liao ziehen, um sein Imperium zu vergrößern. Die Yin können ihre Expansionsbestrebung nur fortsetzen, wenn sie die neueste Technologie und mächtige Waffen besitzen. Benutzt den begrenzt zur Verfügung stehenden Platz, um eine Wirtschaft aufzubauen. Und es geht eigentlich hier drin immer nur um wirtschaftliche Ziele. Deshalb, weil es gab in den früheren Strongholds ja auch immer mal wieder so eine reine Wirtschaftskampagne. Wobei ich glaube, dafür sind die Produktionsketten einfach zu klein. Dass das wirklich komplex hier drin werden könnte. Mein Gott, was ist das denn für ein Gebiet? Jetzt überlege ich gerade, wo wäre denn ein gutes... Hier gibt es keinen guten Punkt für einen Kornspeicher. Alle Orte sind kacke. Unsere Nahrungsbestände sind fast aufgebraucht, Hoheit. Vielleicht sollten wir mehr Holzfällerlager bauen, um Holz für neue Farmen zu haben? Ja, machen wir auch. Das kann da nicht platziert werden, Hoheit. Nicht genügend Gold. Okay, Tee kann ich kaufen, alles andere nicht. Rechts unten wäre ein guter Platz für einen Kornspeicher gewesen. Ah, ich kann die Ruinen zerstören. Dadurch kannst du Platz schaffen, um weitere Gebäude zu bauen. Nicht genügend Arbeiter zur Verfügung, um dieses Gebäude zu betreiben. Ich glaube, dass die Mitte trotzdem der bessere Platz ist. Okay, die Ruinen kann ich nicht zerstören. Unser Reisbestand nimmt ab, Hoheit. Nicht genügend Gold. Ich brauche aber schnell viele Leute. Geheimlager im Dachboden. Ich fühle mich auf den Feldern und Hügeln wohler als im Kampf.
Ach so. Wir kriegen auch dafür ein bisschen Holz, die Ruinen zu zerstören. Ja, das sind ja auch noch Ressourcen. Wir haben fast keinen Reis mehr, Hoheit. Nicht genügend Gold. Nicht genügend Gold. Überlege, ob sich das lohnt, in irgendeiner Form noch eine andere Produktion zu machen. Also ein bisschen Kapital noch zu kriegen. Unser Reisbestand nimmt zu, Hoheit. Jetzt, wie machen? Ha, das ist einfach. Nicht genügend Gold. Wir haben fast keinen Reis mehr, Hoheit. Kann nicht sein. Also ich produziere doch Reis. Nicht genügend Gold. Nicht genügend Gold. Ich mach einfach mal, wie ich meine, ne? Ich weiß auch nicht, warum ich 3 Steine besitze. Ach so, vom Zerstören. Wir wurden von einer Dürre erwischt und konnten keinen Reis ernten. Alter!
现在怎么办？Wie gay ist das denn? Entschuldigung. 我讨厌从军，这叫我们怎么做到？Die zweite Kampagne, das ist die Wirtschaftskampagne. Und ich glaube, ich werde die nicht beim ersten Mal schaffen. Jetzt will ich wegen der Dürre kein Reis verwenden. Kein Teehaus gebaut. Hoheit, dieses sonnige Wetter ist zwar schön, aber ich befürchte, dass die Trockenheit zu Bränden führen könnte. Das kann da nicht platziert werden, Hoheit. Nicht genügend Gold. Ein Vorratslager zur Ablieferung nicht erreichen. Weil das Teehaus im Weg steht. Sire, ein Feuer ist ausgebrochen. Gebäude stehen in Flammen, Hoheit. Ihr benötigt Holz, Hoheit. Nicht genügend Gold. Unser Reisbestand nimmt ab, Hoheit. Ich hab das Gefühl, ich muss die Mission neu starten. Und meine Nase putzen. Und es ist super schrecklich. Zum einen darfst du den Platz nicht nutzen, zum anderen wird es Feuer geben. Exzellenz. Durch Reparieren kannst du Gebäude retten. Unsere Nahrungsbestände sind fast aufgebraucht, Hoheit. Vielleicht sollten wir mehr Holzfällerlager bauen, um Holz für neue Farmen zu haben? Nicht genügend Gold. Nicht genügend Gold. Schön, so Jingshan. Womit ja Hui Jalama? Schanze Xingjun Haihan Leina. Jo Hörgerling. Womit sind wir mal? Unser Reisbestand nimmt ab, Hoheit. Jo Hörgerling. Womit Marschang Schufa? Durch Reparieren kann man die Gebäude noch retten, auch wenn die Feuer gefangen haben, aber das Reparieren kostet mich dann auch wieder Holz. Nicht genügend Gold.
Das kann da nicht platziert werden, Hoheit. Verdammt. Xiaowei, 继续行军. 这场战争永无止境. Ihr benötigt Holz, Exzellenz. Nicht genügend Gold. Nicht genügend Holz, Hoheit. Die Steuern sind in Ordnung, Exzellenz. Aber so leicht fällt mir die Zahlung nicht. Ich muss gestehen, ich fühle mich auf den Feldern und Hügeln wohler als im Kampf. Nicht genügend Arbeiter zur Verfügung, um dieses Gebäude zu betreiben. Nicht genügend Gold. Boah, Leute. Das Spiel will mich einfach verarschen an der Stelle. Nicht genügend Gold. Wir haben fast keinen Reis mehr, Hoheit. Baby, kein Reis mehr da. Nicht genügend Gold. Und sobald die Dürre nachher wieder losgeht, stehen wir dann da und haben nämlich nichts. Hier ist auch kein, also es ist hier auch kein Platz. Nicht genügend Gold. So, das war's mit den Kleidern. Wir haben fast keinen Reis mehr, Hoheit. Ja, weil die erstmal übers ganze Feld dümpeln müssen, ey. Bis sie dann irgendwann arbeiten können. Ich muss gestehen, ich wünschte, meine Höhle wäre nicht so feucht. Mir schmerzen ständig die Knie. Du balancierst einen Stock auf deiner Stirn. Xiaowei. 有何吩咐? 这叫我们怎么做到? 这场战争永无止境. Nicht genügend Gold. Und ihr hast eure Hütten.
So, jetzt ist schon ein bisschen besser. Nicht genügend Gold. Ah gut, jetzt mal die Produktion bei täglich bei 160. 184. Und Gemüse braucht ja ein bisschen Anlauf. Nicht genügend Gold. Und falls die Dürre gleich kommt, haben wir ja auch noch ein bisschen Zeit. Wir wurden von einer Dürre erwischt und konnten keinen Reis ernten. Ja, das war klar, dass das passiert. Unser Reisbestand nimmt zu, Hoheit. Bin ich ab, aber du hast ja keine Chance, hier Abstand zwischen den Gebäuden zu halten. Nicht genügend Gold. Das Land ist für die Bebauung zu uneben. Hoheit, dieses sonnige Wetter ist zwar schön, aber ich befürchte, dass die Trockenheit zu Bränden führen könnte. Ja. Fluss umleiten, dann hat man mehr Platz. Genügend Arbeiter zur Verfügung, um dieses Gebäude zu betreiben. Noch eine Person benötigt. Okay, wir hätten vielleicht das Teehaus vorher auch aufbauen müssen. Nicht genügend Gold. Wir haben gar kein Gold. Sire, ein Feuer ist ausgebrochen. Gebäude stehen in Flammen, Hoheit. Ah! Ihr benötigt Holz, Hoheit. So, jetzt füll bitte wieder die Leute auf. Bei diesem Gebäude ist alles in Ordnung, Hoheit.
Nicht genügend Gold. So, wenn jetzt nicht irgendwas Schlimmes passiert, funktioniert das ja sogar ganz gut. Nicht genügend Gold. Bei diesem Gebäude ist alles in Ordnung, Hoheit. Tägliche Produktion, 202. Also Reis werde ich mit der Menge, die ich gerade produziere, außer es kommen noch mehr Dürren, was natürlich möglich ist. Nicht genügend Gold. Wird aber funktionieren. Gold. Ich wollte schon sagen, erreicht doch die Farm. Juhu, 530. Nicht genügend Gold. Oh, ihr seid es, Hoheit. Ich habe gerade vor mich hingeträumt. Genügend Arbeiter zur Verfügung, um dieses Gebäude zu betreiben. Ich dachte, ich hatte noch genau einen übrig. Unser Reisbestand nimmt ab, Hoheit. Nicht genügend Gold. Auch nur noch Fleisch, richtig. Ab, Hoheit. So, da wir Gemüse eh mehr produzieren, als wir einlagern, kann ich auch ein bisschen mehr Steuer ziehen, oder? Noch eine Person benötigt. Nicht genügend Gold. Obwohl, nee, bewahren wir es lieber mal. Nicht mehr Platz hat für Häuser. Und jetzt kommt eine Invasion. Wir wurden von einer Dürre erwischt und konnten keinen Reis ernten. Unser Reisbestand nimmt ab, Hoheit. Schenkt mal ein bisschen Tee aus.
nicht genügend Gold. Unser Reisbestand nimmt ab, Hoheit. So. Hoheit, unsere Schweine sind alle an einer Krankheit gestorben. Ja, und jetzt sind die Schweinebauer auf der Straße und sagen, die Schweinepest, die gibt's ja gar nicht. Unser Reisbestand nimmt ab, Hoheit. Nicht genügend Gold. Aber ist ja gleich schon durch. Dieses Haus ist äußerst bequem, Hoheit. Dieses Haus ist vor allem voll mit Schweinen. Guten Abend, Adrian. Der Multiplayer ist, solange die Einheitenlimitierung noch nicht raus ist, durch den Patch uninteressant. Bei diesem Gebäude ist alles in Ordnung, Hoheit. Deshalb begnüge ich mich mit der Kampagne. Für Multiplayer gibt es, muss ich leider sagen, bessere Spiele. Ach komm, Schweine. Wachst und gedeiht und... Bei diesem Gebäude ist alles in Ordnung, Hoheit. Liefert euch ab. Wir müssen nochmal alle Schweine wegen irgendeiner Pest sterben. Gespeichertes Spiel überschreiben. Für die 6 Tage ist das ziemlich... Unser Reisbestand nimmt ab, Hoheit. Eine ziemliche Verarsche. Ja, aber Cossacks 3 ist ja auch auf... Ist halt auf Masse auch ausgelegt. So, da wird ein Schwein gerade geschlachtet. Sire, ein Feuer ist ausgebrochen. Gebäude stehen in Flammen, Hoheit. So, weg damit. Und das Feuer ist gerettet. Vernichtet. Unser Reisbestand nimmt ab, Hoheit. Da das Spiel dich nicht mag und dir kontinuierlich Steine in den Weg legt, werden deine Schweine gleich sterben. Ich glaube nicht, dass sie nochmal sterben. Das soll die Situation spannend halten in der Wirtschaftskampagne. Was auch immer das bedeutet. Wir haben nicht mehr viel Zeit, Hoheit. Wir müssen die Ernte einfahren. Ich weiß. Ich bin dabei. Also ich versuch's. Da kommen noch mehr Schwein. 450. 448, da kommt noch einer. Aber es sind 3 Tage, 8 Stunden. Da wird ja wohl noch genug Schwein kommen. Jeder bringt so in etwa 30 rein.
Damit ist da die Mission jetzt beendet. Aber ich verstehe, warum jemand geschrieben hat, dass die Wirtschaftskampagne abfuckt. Und das war die erste Mission.